So, da sind wir wieder und wir wollen diese Folge stupide Spinnen töten, indem wir einfach die Tür aufmachen, Spinne ranlocken und umbringen. Und das sind anscheinend nur noch zwei. Das wäre ganz toll, wenn der Dieb diesmal nicht sterben würde. Das wäre so richtig toll. Ein Schlag wäre das noch gewesen. Hm? 29 Lebenspunkte hat er noch. Hafen. Die Spinne dürfte jetzt eigentlich keine Lebenspunkte regenerieren, wenn mein Test vom letzten Mal wirklich Bestand hat. So. Das heißt, ein, zwei Feuerbälle und sie ist tot. Warten, bis die Tür ganz auf ist. Und ja, anscheinend. Jetzt stirbt unser Minotauro fast. Ja, die hauen wahrscheinlich einfach nur sehr gut zu. Aber er kann ja auch nicht die Rüstung tragen, die er gerne tragen würde. Also wir haben ja schon bessere Rüstung für ihn. Die schwere Rüstung hier zum Beispiel. Und den zweiten Helm hatten wir auch noch, der ist sogar noch besser. Aber den kann er halt nicht tragen. Obwohl, er wird eigentlich fast immer getroffen. Er kann auch gleich die schwere Rüstung anziehen. Die Idee hatten wir ja schon mal gehabt. Vergleichen wir mal ganz kurz. Wir geben ihm jetzt den Helm. Haben wir noch eine schwere Rüstung. Die macht plus 3, die macht plus 4. Wir setzen jetzt einfach mal den schweren Helm auf. Also jetzt hat er Schutz 15, Ausweichen 7. 4 mehr Schutz. Dafür 10 weniger Ausweichen. Hm, nee. Na gut, lässt sich dann wohl nicht ändern. Müssen wir wieder schlafen. Ah, ich hätte einfach R drücken können. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Na? So. Die Spinne ist ja gleich hoffentlich tot. Die haben wir schon ein bisschen angeprügelt. Genau, du. Wo willst du lang? Da willst du lang. Ja, Chikna hat ein Level bekommen. Sehr schön. Und? Keiner ist vergiftet. Wir sind ja auch oft genug gestorben und zum blauen Kristall gelaufen. So, was kriegst du jetzt? Mit 13 würde er einen neuen Spruch bekommen, was auch immer das sein wird. Wenn wir einen Punkt in Spellcraft setzen, hätte er ein bisschen mehr Mana. Und bei 10 zaubert er seine Zaubersprüche 25% schneller. Heißt das, wir können schneller wieder zaubern, oder was genau soll das bedeuten? Und Eismagie. Mit 7 gäbe es einen neuen Spell. Aber wir haben noch keinen. Wir haben bisher nur den ersten Zauber von Eis. Wenn es denn der erste ist. Was ich irgendwie nicht glaube, denn es braucht ja schon 2 Runen. Also nehme ich mal an, das ist der zweite Eiszauber. Nee, es kann nicht der zweite Eiszauber sein, sonst können wir gar nicht sprechen. Also, wir haben den ersten Eis, den ersten Feuer. Na gut, packen wir erstmal alles auf Feuer. Denn ich nehme an, der 13er Feuerspruch wird ein richtiger Feuerball sein, der auch fliegt. Und er hat eine Stärke bekommen. Was zwar nicht so super ist für einen Magier, aber dadurch kann er wenigstens ein bisschen mehr tragen. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas drin ist. Nee, aber es war eine leere Fackel da. Neue in die Hand. Da haben wir ein neues Kraut, wenn ich das richtig sehe. Bluttropfenblüte. Okay, kriegt unser Alchemist, also unser Erd- und Luftmagier. Und das ist dann die andere Tür. Guti. Was haben wir hier? Ah, ein Lendentuch, das wollen wir nicht wirklich haben. Das mit den zwei Pfeilen in den Eiern kann auch Zufall gewesen sein. Und was haben wir hier? Ein Langschwert. Schade, dass keiner von uns Langschwerter benutzt. 14 Angriffskraft und 15 Geschwindigkeit. Das wäre nämlich schon mal wesentlich besser als unsere Handaxt, aber...
Obwohl wir da keinen Skill drin haben, erhöht sich dadurch unsere Angriffskraft um 3 und unsere Zielsicherheit nur um 1. Nee, nehme ich trotzdem nicht. Weil sobald er sein Level up hat, kriegt er Punkte in Axt. Nee, sobald er sein Level up hat, kriegt er Punkte in Rüstung. Nein, er braucht nur 16 Punkte in Rüstung, um die schwere Rüstung tragen zu können. Also kann ich nur 2 Punkte in Rüstung setzen und beim nächsten Level up kriegt er dann die letzten 4. Das heißt, ich habe nächstes Level up 2 Punkte über, die kann ich in Äxte packen. Gut, wäre das auch geklärt. Hier ist Onyx drin. Und hier ist der zweite Schlüssel. Stimmt, deswegen waren wir hier überhaupt hier drin. Gucken wir noch kurz, ob hier irgendwo irgendwas komisch aussieht. Ah, jetzt kann ich auch mal nach oben gucken. Nö. Das scheint es hier gewesen zu sein. Das heißt, wir laufen jetzt zu der doppelt verschlossenen Tür und gucken, was es damit auf sich hat. Also ich höre schon mal wieder Spinnen. Aber hier haben wir wenigstens Platz zum Weglaufen. Und Platz, um vergiftet zu werden. So, unser armer Gorn ist vergiftet. Mehr Spinneneier. Und eine Fackelhalterung. Machst du was? Ja, bei Fackelhalterung bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon 2 Rätsel mit Fackelhalterung. Wenn nicht sogar mehr. Also einmal mussten wir nur eine Fackel rausnehmen. Hier haben wir 4 Halterungen um wieder so eine Säule. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir am Anfang dieser Ebene auch ein Rätsel mit 3 Fackeln um eine Säule herum. Also probieren wir das hier auch nochmal. Das heißt, hier eine rein. Da eine rein. Da eine rein. Und ich habe kein Knirschen, Klicken oder sonst irgendwas gehört. Na gut, ein Versuch war es wert. Wir wollen ja schließlich möglichst viele Secrets finden. Ohne dabei gespoilert zu werden, bitteschön. So. Gorn kriegt langsam richtig einen auf die Nase. Gegengift. Hatten wir nicht was vorbereitet? Komisch. Ja, ja, kriegst dir gleich dein Gegengift. Muss nicht so vor dich hinbluten. Eine Nessel war das. Oh, wir haben nur noch eine Nessel. Dann bin ich eigentlich versucht, fast ihn sterben zu lassen. Also, nicht sterben lassen. Wir schlafen jetzt einfach. Und werden jetzt bestimmt von einer Spinne überrascht. Ja, das ist immer so ein Herzinfarkt-Faktor. Ja, du bist tot. Solange die Magier nicht sterben, ist alles gut. Hat die Spinne uns gerade absichtlich in die Wolke gelockt? Das wäre übel. Na also. So, wo war der Stein? Ah, da war wieder ganz hinten. Wir können hier mal ganz kurz nach vorne gucken. Also erstmal sollten wir wieder eine Fackel in die Hand nehmen. Wir können ja ganz kurz mal nach vorne gucken, ob da zufälligerweise ein blauer Stein ist. Und wenn nicht, dann müssen wir halt den ganzen Weg zurückgehen. Aber wir sollten dann mal in einen neuen Slot abspeichern. Nur für den Fall, dass wir unterwegs sterben. So. Ich höre hier schon mal eine Spinne. Ein Kraut. Aber ich denke mal, die blauen Kristalle werden nur am Anfang und am Ende einer Ebene sein. Da ist noch ein Raum voller Spinneneier. Nix drin, nix dran. Na gut. Ha. Da vorne war ein Schalter. Gucken wir mal. Oh,
Oh, da habe ich Spinnenbeine gesehen. Zu? Jetzt ist es spät, hä? Na gut, dann müssen wir wohl doch ganz zurücklaufen, wieder zu dem blauen Kristall, den wir schon kennen am Anfang. Oh, das war falsche Richtung, das war falsche Richtung. Sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Lauf, Forest. Boah, die Spinne ist flink. Wir müssen jetzt ganz schnell eine Tür finden, die wir zumachen können. Die können wir nicht zumachen. Teleporter-Rätsel? Ja, super. Das wird meine Rettung sein. Außer der Gegner wird auch teleportiert. Nein! Na, damit haben wir die Spinne garantiert abgehängt. Hm? Ich höre immer noch was trippeln. Ah, oh, das ist voll unheimlich, von so einer Spinne gestalkt zu werden. So. Mann, Mann, Mann. Aber so ist es genau richtig. So muss das sein. Man muss auch Angst haben in einem Dungeon. Man muss auch mal weglaufen. Nicht einfach immer so durchbraten, alles mit ein paar Schlägen töten. So macht das richtig Spaß. So, wo bist du, doofe Spinne? Den Stein brauchen wir. Komm, but, 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 but. Ah, irgendwie habe ich immer die Angewohnheit, die Tab-Taste gedrückt zu halten für die Karte. Ich weiß auch nicht, aus welchem Spiel das jetzt gerade hängen geblieben ist. So, da oben müsste sie irgendwo sein. Trippel, trippel. Ja, ich höre dich. Du mich wahrscheinlich auch. Achso, den Knopf hatten wir durch, dann ist das da aufgegangen. Das heißt, hier konnten wir vorher nicht durch. Und was genau bringt uns das? Wir kommen trotzdem nicht durch die Tür hier. Ah, da ist die Spinne. Na komm. Klicknack kriegt ein Level. Schön. Das gleiche Problem wie bei, wie heißt er noch, der andere? Klicknack und Chickna. Also das gleiche Problem wie bei Klicknack, bei Chickna. Wo packen wir die Punkte rein? Wir wissen immer noch nicht, was diese zwei Zaubersprüche sind, die man auf Level 5 bekommt. Also wissen wir auch nicht wirklich, ob es Sinn macht, da Punkte reinzusetzen. Wir wissen allerdings, dass es bei Luftmagie später einen sehr schönen Zauber gibt, aber erst bei 19. Erdmagie hätten wir bei 11 und bei 13 einen neuen Zauberspruch. Nämlich bei 13 den Giftschild und bei 11 irgendwas anderes. Und da könnten wir sogar gleich drauf kommen, also auf die 13, weil wir haben ja 4 Punkte über. Also bin ich sehr versucht, alle 4 Punkte einfach hier reinzutun. Und das machen wir auch einfach mal. Das heißt, wir können jetzt diesen Spruch hier ausprobieren, der praktischerweise sehr dem anderen Spruch ähnelt. Wir müssen nur die mittlere Rune dazu packen. Gucken wir mal, was genau das macht. Also den und den. Giftschild. Also haben wir jetzt entweder einen Schutz vor Gift oder jeder Gegner, der uns angreift, kriegt Giftschaden. Das weiß ich noch nicht. Was hat das jetzt gemacht? Ha. 21, 22. Das ist nicht sehr lange. Okay, aber hier dürften wir schnell genug durchkommen. Also 21, 22. Das war keine gute Idee. Und wir sind schon mal vergiftet, also es ist kein Schutz vor Gift. Oder unser Skill ist einfach nicht hoch genug. Ja, du wirst uns gleich umbringen, oder? Ja, einen hast du schon mal umgebracht. Gorn hat ein Level up, einer ist tot und wir haben fast keinen Mana mehr. Das ist, nicht so toll. Aber wir sollten aus der Ecke rausgehen.
Schön, Fluchtweg haben wir schon mal. Die Tür bleibt so hoffentlich offen. Ja. Also, Fluchtweg haben wir schon mal. Das heißt, wir könnten jetzt zurücklaufen zum blauen Kristall. Aber erst machen wir sein Level ab. Und dann gucken wir, ob hier vielleicht nicht noch ein blauer Kristall ist. So, mein Plan war, 2 Punkte in Rüstung zu setzen. Den kriegen wir schon mal 10 Lebenspunkte mehr, was ganz toll ist. Und die anderen 2 Punkte in Axt. Denn beim nächsten Level Up haben wir wieder 4 Punkte und kommen dann auf die 16 Punkte, die wir brauchen für die schweren Rüstungen. Gut, gut. Also Axt mehr und fertig. So, du gehst auch kaputt. Ja, scheint wohl ein Zufall gewesen zu sein mit den 2 Pfeilen, die da auf dem Boden lagen, wo die Eier kaputt waren. Ja, sehe ich nichts. Na gut. Dann geht's wohl hier weiter. Aber erstmal machen wir einen kleinen Cut. Also speichern wir LP015. Bis gleich.